Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Dead Staffel 6. Und ich habe mir gedacht, hey, suchst du dir mal ein paar Videos raus, wo andere Leute dir erklären, wie man gewisse Farms baut, zum Beispiel Zuckerrohrfarm, Bambusfarm und so weiter. Und mir ist aufgefallen, man braucht dafür einen Beobachter. Und rate mal, was man für einen Beobachter braucht. Ganz genau, Netherquarz, also Quarz allgemein. Und rate mal, was wir nicht haben. Wir haben weder Dias, noch ein Portal, noch Netherquarz. Das heißt, mit Farms und so weiter bauen, wird es erstmal relativ schwierig, sag ich mal. Deswegen habe ich vorgenommen, in der Folge endlich mal auf Dias zu suchen. Dias zu gehen, meine ich. Oder Dias zu suchen allgemein, you know. Und ich habe dafür eine Idee. Und zwar dieses Minen, aber halt nur mit einem Block. Halt dieser Glitch mit der Falltür, wo man halt sich da zu einem Block nur glitscht, dass man halt nur ein Block groß ist, also halt sozusagen liegt und dann halt einen Block immer abbaut, und dann eine Hoffnung, irgendwie Dias zu finden, ne? Deswegen, ich crafte mir direkt schon mal zwei Eisenspitzhacken und vielleicht haben wir Glück und wir finden heute direkt Dias, was natürlich schon sehr geil wäre. Aber wir brauchen Fackeln, das heißt, wir nehmen die Kohle raus. Und craften mal ein paar Fackeln. Und gehen direkt runter auf Höhe. Ich glaube Höhe 59 oder Höhe 58, glaube ich sogar. Aber ich glaube sogar, wir haben nicht mal die Mine so weit, dass wir da schon auf dem Level sind. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich. Oh, warte mal kurz. Ah, ne, doch, alles gut. Ja, weil ab und zu spiel ich mal auch friedlich, weil, aber nur halt offstream. Onstream natürlich, auf normal. Und wir sind gerade Höhe, oh mein Gott, wir sind Höhe 4. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen uns runtergraben. Und ich würde sagen, ich mache direkt einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Oh, wir haben gerade eine Höhle gefunden. Genau, wir nehmen auf, alles gut. Perfekt. Wir sind gerade auf Höhe minus 20 circa und hier ist eine Höhle. Oh Gott, das ist ein. Oh, fuck my life, das ist ein Mini-Zombie. Ja, finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Ich hasse diese Mini-Zombies. Weil die sind so aus dem Kleid und. Oh Gott, ich hasse diese Viecher, wirklich. Ich hasse es. So, ich habe den Band mal kurz 10 Eisen gefunden. Ich würde sagen. Kurzer Cut. Und bis gleich. So, da sind wir zurück. Gut, wir nehmen auf. Und ich habe gerade Dias gefunden. Ich wollte gerade runterbauen erstmal. Und wir haben die ersten Dias. Ah, und wie viele haben wir? Oh, es sind 3. Okay, perfekt. Das ist ja perfekt. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine Dia-Spitzhacke. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören mit Dias-Farm, aber ich würde sagen, ganz ehrlich, wir graben uns noch ein bisschen runter. Oh, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das läuft ja wie. Wow. 5 Dias. Das heißt, der Enchantment Table ist auf jeden Fall auch gesaved. Ich würde sagen, das schmeckt auf jeden Fall. Das ist. Wow. Einfach nur wow. Ich bin sprachlos gerade. Kurzer Cut und bis gleich. So, ich habe gelesen, dass bei minus 53 die Dias am meisten sein sollen. Also die Dias da. Nee. Dass die ganzen Lava-Seen da. Nicht so aktiv sein sollen. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns noch. Wie ging das nochmal? Moment. Nee, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz wissen, umprobieren, wie das nochmal geht. Ah, okay. So. Und jetzt würde ich sagen, werden wir erstmal ein richtig schönes Strip minen, bis die Dia-Spitzhacke, bis die Eisenpicke irgendwann kaputt ist. Oh, hier ist Redstone. Sehr entspannt. Ja, komm, gib mir Redstone, Baby. Oh, yes. Oh, oh, yeah. Aber ganz ehrlich, Redstone brauchen wir auf jeden Fall noch für einige Sachen in der Zukunft. Und für XP auf jeden Fall, deswegen. Genau, ne? Aber das Gute ist auf jeden Fall, wir haben schon mal eine Dia-Picke, Safe und ein Enchantment Table. Von daher bin ich eigentlich gerade erstmal schon zufrieden. Trotzdem, vielleicht finden wir ein bisschen mehr. Was natürlich schon wirklich geil wäre. Aber wir werden mal sehen, was uns jetzt gleich Minecraft geben wird. Oder auch nicht, je nachdem.
Ich hoffe mal, dass wir nochmal ein paar Dias finden. Ich meine, schlimm wäre es nicht, weil wir haben, wie gesagt, schon die Dias safe, die wir brauchen. Erstmal für den Anfang. Dennoch werden mehr Dias immer besser, weil lieber haben als brauchen. Dementsprechend, ganz ehrlich. Nö. Und ich hoffe, dass wir nicht gleich auf Lava stoßen vor uns. Aber ich habe ja Kopfhörer drin, das heißt, ich müsste es eigentlich hören. Wenn vor uns gleich irgendwie Lava sein sollte. Oder auch nicht. Ich denke mal, das wird doch eigentlich hörbar sein oder hörbar müssen, weil sonst wäre es ganz schön scheiße, weil ich will nicht verbrennen jetzt hier gleich und die ganzen Sachen verlieren, die ich bis jetzt schon habe. So. Ja, gut. Kurzer Cut und bis gleich. Super kurz, by the way, ich höre gerade Wasser irgendwie vor uns, glaube ich. Das heißt, wir müssten ein bisschen aufpassen, deswegen ich nehme trotzdem jetzt schon mal weiter auf. Vielleicht könnten wir gleich Dias finden in der Hoffnung auf Dias. Genau. Hä? Ah, okay, wir gucken mal. Okay, hier ist Obsidian. Das heißt... Ah, ich weiß nicht. Aber bringt uns eh nichts, weil ich habe kein Holz dabei. Von daher können wir uns gerade keine Dia-Picke craften. Von daher müssen wir ein bisschen weiter strip mine. In der Hoffnung auf Dias, wie gesagt. Aber es schaut sehr mager aus, sag ich mal, weil ich baue schon ein bisschen hier und trotzdem, ich finde immer noch nicht ganz irgendwie, also ich finde trotzdem irgendwie nichts, leider. Trotzdem, die Chance besteht noch zu ein paar Prozent, dass wir was finden gleich, weil unsere Eisenspitzhacke ist gleich auch kaputt. Deswegen, es könnte knapp werden, aber es müsste eigentlich machbar sein, dass wir noch Dias finden, hoffentlich. Ich meine, ne? Ah, das sieht sehr knapp aus. Aber ich höre Lava. Das heißt, hier irgendwo vor uns müsste bestimmt Dias sein, weil da, wo Lava ist, sind auch meistens Dias. Ah. Ja, gut. Gut. Das war's auch schon. Jetzt müssen wir irgendwie nach da vorne krabbeln, sozusagen. Deswegen, ich würde sagen, kurzer Cut wieder und bis gleich. So, wir sind gleich oben. Das heißt, wir craften uns direkt erstmal die erste Dias-Spitzhacke und gehen dann erstmal pennen. Und dann vielleicht finden wir gleich irgendwo noch Obsidian oder irgendwie vielleicht ein Lavasee, den wir halt mal kurz trockenlegen können. Heißt das so? Wenn man einen Lavasee halt mit Wasser, ne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Gut. Und das Eisen packen wir auch mal rein. Ah, wir haben kein Holz. Also keinen Brennstoff mehr. Das heißt, wir machen mal kurz so. Kurz zwei Stacks oder vier Stacks in dem Fall. Oder Sticks, ne, nicht Stacks. Und craften uns direkt unsere erste Dias-Spitzhacke. Oh, geil. Es fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr geil an, endlich Dias zu haben. In den letzten Folgen war ich ja relativ unproduktiv und habe jetzt nicht wirklich auf Dias oder so geachtet. Dementsprechend. Na. Genau. So, hier ist jetzt ein Eimer. Und ich weiß nicht, ob hier gleich irgendwo Lava ist oder nicht. Ich kann mal kurz ein bisschen erkunden. Aber ich entsinne mich, hier war nirgendwo ein Lavasee gewesen, leider. Ne, da vorne ist Wasser. Und die FPS müssten eigentlich auch ganz gut laufen. Ja. 30 FPS. Ja, ich meine, das Video seht ihr hier auch in 30 FPS, deswegen habe ich gedacht, komm, spiele ich auch mal nur auf 30 FPS. Ist aber ein bisschen PS4-Feeling von damals, wo die 30 FPS auch nicht immer erreicht wurden, obwohl ich nur Minecraft spielte. Aber es ist ja egal. Okay, vorne ist eine große Schlucht oder eine Höhle. Aber ich will keine Höhle, ich brauche Lava. Weil ich werde jetzt hier nochmal runterlaufen und Obsidian abbauen. Weil der Weg nach oben war doch schon ganz schön anstrengend oder lange gewesen. Deswegen, ich hoffe mal, dass hier irgendwo echt Lava ist. Weil das erkennt man meistens sehr gut, weil dann da ein paar Bäume abgebrannt sind oder schon komplett weg sind. Ja. Super. Natürlich ist hier nirgendwo Lava. Sonst ist gefühlt überall Lavaseen gewesen. Aber natürlich nicht auch der Welt hier. Finde ich auf jeden Fall persönlich richtig entspannend.
Ja, gut. Also, wie gesagt, der Seed ist jetzt nicht unbedingt so was. Also, der Seed ist irgendwie gar nicht mal so geil, weil. Aber ich wollte auch einen Seed nehmen, der komplett random erstellt wurde und nicht schon von 1000 anderen benutzt wurde. Deswegen, ich bin selbst schuld, ich weiß. Trotzdem bin ich etwas enttäuscht, sag ich mal. Okay, kurzer Cut und bis gleich. So, da bin ich wieder und es war wirklich eine Qual gewesen. Das ganze Rumgelaufe, denn das ganze Abgebaue, was gefühlt trotz der Spitzhacke arschlange gedauert hat, hat endlich ein Ende und wir gehen erstmal schlafen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir craften uns erstmal einen Zaubertisch, damit wir schon mal Sachen entscharten können und endlich unsere ganzen Sachen, wie gesagt, entscharten können. Wir brauchen Leder, wir brauchen Zuckerrohr und wir brauchen Bücher. Das heißt, dü-dü-dü-dü. Bam, 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 bam. Machen gleich mehr, würde ich sagen, ne? Für später. So. So. Bam, da ist er. Und was kann ich mir jetzt schönes. Wow. Okay, wow. Wow. Hey, Effizienz 1. Ich würde sagen, machen wir kurz Buch. Stärke. Brauchen wir eigentlich nicht. Geil. Schwungkraft. Schärfe ist okay, 1. Schärfe 1 ist okay. Oh, warte mal kurz. Ja. Effizienz 1 ist. Ist okay, sag ich mal, ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal. Armboss. Damit wir die ganze Sache überhaupt entscharten können. Ah, ne, hä? Haben wir schon. Wow, Big Brain Time. Ja, tut mir leid, es ist ein bisschen spät geworden schon wieder mittlerweile. Wir haben es jetzt. Ja, 10:30, sag ich mal. Ist auf jeden Fall nicht ganz so früh wie sonst immer eigentlich. Wir brauchen jetzt. Oh nein, wir brauchen jetzt Keys. Also, wir brauchen jetzt Feuerstein. Wir haben keinen Feuerstein. Das heißt, mal diesen Keys platzieren. In der Hoffnung auf. Ah, gut, perfekt. Ein Glück. Ein Glück. So. Brauchen ein Eisen. So, genau. Jetzt haben wir das Fahrzeug. Und ich würde sagen, wir platzieren die ganze Chose mal draußen irgendwo, weil im Haus ist kein Platz, sag ich mal. Dementsprechend müssen wir mal kurz ein bisschen improvisieren. Ich glaube, es wäre ganz geil, würden wir die ganze Sache hier hinbauen. Hier sind es 5. Hier sind auch 5. Das heißt, bam, 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 bam. So. Ah ne. Brauchen ja 3, ne? 3 in der Höhe. Ne, warte mal kurz. Ah, it's Big Brain Time. So. Genau. So, so, so und so. Ah, passt der perfekt. Und rein da. In der Hoffnung, dass wir nicht, dass wir jetzt einen guten Spot haben. Na, wo spawnen wir, hä? Oh mein Gott, wir spawnen direkt neben einer Festung. Okay, das ist sehr gut. Das ist wirklich perfekt, sag ich mal, ne? Warte, ich sage, wir nehmen uns ein bisschen Holz mit. Oh, es ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Oh, tschüss. Ja, ich würde sagen, damit es nicht alles so lange dauert, ich bin mal kurz am Netherportal und farm kurz Netherquarz. Deswegen, bis gleich. So, nachdem ich gerade leicht belästigt wurde von gewissen Einwohnern, die da drinnen wohnen, habe ich zum Glück 23 Netherquarz, das heißt, wir können nächste Folge endlich mit den Farms anfangen und richtig krass durchstarten.
Wir sind gerade bei Minute, lass mich raten, 15. Ist auf jeden Fall eine gute Länge. Deswegen, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. In der Folge haben wir zum Glück ordentlich was geschafft. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.